Hallo Kackbratzen. Das hier ist ein Fuchs. Aber wohlgemerkt nicht nur irgendeiner, sondern ein dummer kleiner Plüschfuchsi, dessen IQ gefährlich zwischen feuchter Socke und verwirrter Kartoffel schwankt. Es war diese Art von Fuchs, der aus der Ferne schlau aussah, aber nur wenn man seine Augen fest zusammenkneift und die Tatsache ignoriert, dass er gerade versucht hatte, sich an seinen eigenen Schatten heranzuschleichen. Was zur Hölle geht hier vor? Wenn List Feuer wäre, wäre dieser Fuchs ein feuchter Ziegelstein, den jemand in die Flammen warf, in der Hoffnung, dass er irgendwie brennen würde. Hallo, kannst du mal bitte dein dreckiges Maul halten? Schließlich ist es durchaus möglich, mit kaum mehr als einem Grinsen und dem Talent eines faulen Stück Toastbrot genau zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und sogar Videos auf YouTube zu produzieren. Ich hoffe, dass ich an dieser Stelle niemanden erklären muss, warum man unbedingt die Scheibenwelt-Romane gelesen und so ziemlich alles von Monty Python gesehen haben muss. Die Scheibenwelt-Filme auf der anderen Seite sind eher so naja und sind nur ein billiger Abklatsch der Bücher. Ich würde an dieser Stelle mit euch das legendäre literarische Quartett mit den großartigen, aber leider verstorbenen Marcel Reich-Ranitzky wiederbeleben. Die Kacke ist am Dampfen! Aber leider habe ich ohnehin schon kaum Zeit und zweitens geht es ja hier um Telespiele. Und so habe ich heute das gute alte Discworld 2 aus der Mottenkiste gezogen. Wir werden siegen, wir werden siegen. Ich habe euch hier auf dem Kanal ein Gameplay-Video der deutschen PS1-Version hinterlegt. Solltet ihr nun wirklich absolut keine Ahnung haben, worüber wir hier eigentlich sprechen. Weshalb brauchen die Leute Zauberer? Zauberer mögen gutes Essen, und zwar 4-mal am Tag. Für mich kommt es zwar nicht an den grandiosen ersten Teil heran, aber trotzdem ist das zweite Spiel aus dem Scheibenwelt-Universum ein Potpourri an selbstironischem, trockenem britischen Humor, das man einfach gespielt haben muss. Auch wenn man bis heute noch kein einziges Buch aus der Feder von Terry Pratchett gelesen haben sollte. Der erste Discworld-Teil brachte das Adventure-Genre dank seiner grafischen Präsentation wirklich auf ein neues Level und hob sich von seinen Konkurrenten wie etwa ein Monkey Island oder auch einem Simon the Sorcerer deutlich ab. Als aber nun 1996 mit vermutlich vermisst die zweite Videospieladaption der Scheibenweltromane auf den Markt kam, konnte man schon irgendwie spüren, dass das klassische 2D-Adventure-Genre langsam aber sicher aufs Abstellgleis geschoben wurde. Davon wollte man sich aber nicht einschüchtern lassen und steckte in die Umsetzung von Discworld 2 so viel Charme und Liebe, dass es eine wahre Pracht ist. Das erste Scheibenweltspiel sah schon verdammt gut aus, aber der zweite Teil toppt einfach alles, auch wenn man sich erstmal an den neuen Stil gewöhnen muss. Der gute Rincewind sieht leider nun so aus, als hätte man ihm irgendwie ein totes Eichhörnchen ins Gesicht geklebt. Schon gut, schon gut. Aber wir haben ja sonst keine anderen Probleme. Auf dem PC werden nun wunderschöne SVGA-Grafiken auf den Bildschirm gekotzt, wobei für alle Charaktere Cell-Shading-Grafiken verwendet werden. Die Animationen sind vielleicht nicht ganz so rund, aber man hat etwa ein halbes Dutzend Versionen Animationen von Rincewind je nach seinem Standort erstellt, sodass er relativ flüssig über den Bildschirm wackelt. Im Gegensatz zum ersten Teil, in dem man das Sprite einfach nur skaliert hat, ist das nun wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Keine Ahnung. Hab den Text vergessen. Sie waren, auch daran erinnere ich mich nicht mehr. Das Spiel beginnt auch schon mit einem fulminanten und ziemlich langen Intro und auch alle Zwischensequenzen sehen einfach fantastisch aus und alles macht den Eindruck, als würden die Filmschnipsel direkt aus einem Zeichentrickfilm stammen. Es sei denn, man spielt so wie ich die PlayStation-Version. Hier muss man leider in Kauf nehmen, dass die Grafik erheblich schlechter ist und die Ladezeiten dafür länger sind. Oh yeah. Leider wirkt auf der PS1 alles etwas verwaschen und das trifft natürlich auch auf alle Zwischensequenzen zu. Während die PC-Version auf 2 CDs ausgeliefert wurde, hatte man für die PS1 alles auf eine CD gequetscht und so wurden alle Filme zu Tode komprimiert. Und das ist eine Schande. Wieso hat man die PS1-Version nicht auch auf 2 Silberscheiben ausgeliefert? Andere Spiele haben es ja vorgemacht. Tja, ich habe nicht ein einziges Wort verstanden, tut mir leid. Zumindest unterstützt die PS1-Version die PlayStation Maus, was für die Pixelsuche eine erhebliche Erleichterung darstellt. Aber trotzdem gibt es heute dank SCUMVM wirklich keinen Grund, warum man sich nicht für die eindeutig viel bessere PC-Version entscheiden sollte. Außer man spielt aus nostalgischen Gründen lieber mit der PlayStation. Ordne deine Gedanken, junger Mann. Und wenn man sich schon eine Version aus dem Weiten des Internets besorgt, in welcher Form auch immer, dann sollte man sich auch überlegen, ob man nicht gleich zur englischen Version des Spiels greifen sollte. Die Sprachausgabe der deutschen Version ist wie auch schon beim Vorgänger wirklich gut gelungen. Keine Frage. Aber erstens geht bei der Übersetzung immer ein Sack voll des englischen Humors verloren, wie auch schon bei den Büchern. Und zweitens muss man leider auf die Stimme des Monty Python-Urgesteins Eric Idle verzichten. Is your wife a goer? Hey, know what I mean, know what I mean, nudge, nudge, know what I mean, say no more. In der deutschen Version wird die Rolle von Rincewind vom im Jahr 2016 leider zu früh verstorbenen Arne Elsholz übernommen und es ist im Prinzip nichts gegen seine Leistung auszusetzen. War er doch einer der besten Synchronsprecher überhaupt. Aber irgendwie muss ich dann doch immer an Forrest Gump denken. Meine Mama hat immer gesagt,
Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Meiner Meinung nach ist die Stimme von Eric Idle sogar noch spitzer und viel treffender für einen Charakter wie Rincewind. Kim, I can't say the phrase of my most tinny. Ironic, maybe. Beide haben damit nichts zu tun. Man könnte sagen, dass die Worte Hand und Fuß haben. In Discworld 2 erleben wir also ein weiteres Mal ein großes Abenteuer mit dem bestesten Zauberer aller Zeiten, der wohl sein Studium nie abschließen wird. Für die Story mischte man wild die Scheibenweltromane Alles Sense, voll im Bilde und Lords und Ladies in einen Topf, die übrigens auch meine Lieblingsbücher der Reihe sind. Beerdigung um 2:30, eine halbe Stunde später Getränke und Schinkenröllchen im großen Saal. Hey, was geht hier vor? Die Scheibenwelt befindet sich mal wieder in einer unglücklichen Lage. Der Tod hat offenbar Urlaub genommen, sodass die Bewohner der Scheibenwelt nicht mehr sterben können. Unsterblichkeit mag verlockend erscheinen, aber hier funktioniert sie nicht ganz wie erwartet. Anstatt einfach ewig zu leben, schlurfen die Toten als Zombies oder Geister weiter, und keiner von ihnen ist darüber besonders glücklich. Und natürlich kann nur einer den Eselskarren wieder aus dem Dreck ziehen. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Insgesamt fand ich, was die Geschichte betrifft, den ersten Teil besser. Discworld 2 macht den Eindruck, dass insgesamt die Story von einem Szenario zum anderen stürmt, ohne dass man wirklich gut durch die Geschichte geführt wird. Das Spiel ist in 4 Akte mit einem Epilog unterteilt, aber jeder Akt beinhaltet kaum mehr als eine neue Einkaufsliste mit Gegenständen, die es zu finden gilt. Jeder Akt ist praktisch auch für sich abgeschlossen und man erhält nicht das Gefühl einer zusammenhängenden Handlung, sodass es sich wie eine Reihe kurzer Mini-Abenteuer anfühlt. Am Anfang rennt man durch die Stadt und bereitet sich auf das Ashkente-Ritual vor, um mit dem Tod Kontakt aufzunehmen. Der zweite Akt dreht sich hauptsächlich darum, einen Film zu drehen. Im dritten Akt übernimmt man dann selbst kurz die Rolle des Sensenmannes und im noch kürzeren vierten Akt wird man dann schon langsam auf das sehr, sehr schnelle und sehr, sehr kurze Ende vorbereitet, das einem leicht enttäuscht zurücklässt. Eine riesige Elfenkönigin hat sich auf dich gesetzt. Um jetzt dieses Spiel auch spielen zu können, muss man nicht unbedingt die Scheibenweltromane gelesen haben, aber man verpasst erstens so einige Anspielungen und alte Bekannte wie etwa auch Oma Wetterwachs und zweitens gehört das Lesen der Bücher quasi zur Allgemeinbildung. Also holt euch gefälligst entweder die bedruckten toten Bäume nach Hause oder holt euch wenigstens die digitalen Bücher, an denen ihr Kackbratzen euch wenigstens nicht die Finger blutig schneiden könnt. Um die wilde Achterbahnfahrt durch das Gewirr des seltsamen britischen Humors abzurunden, dürfen natürlich auch einige Anspielungen auf Monty Python-Sketche nicht fehlen. Sowie der omnipräsente Erzähler, der mit seiner sanften Stimme auch noch jede Ungereimtheit der Scheibenwelt erklärt. Die drei Theorien haben zwei Punkte gemeinsam. Sie erklären die beobachteten Fakten und sie sind vollkommen falsch. Und genau deswegen liebe ich dieses Spiel, auch wenn es insgesamt nicht unbedingt die Krone der Schöpfung ist. Britischer Humor ist vielleicht Geschmackssache und kann auf andere manisch und sarkastisch wirken, aber für Fans ist dieses Spiel ein urkomisches Vergnügen. Körbe! Sieh sie dir gut an! Vielleicht knüpfst du sie während einer Heiltherapie, bevor dieses Spiel zu Ende geht. Was das Spiel auch so knuffig macht, ist, dass es sich seiner Position in der Geschichte der Abenteuerspiele auch merkwürdig bewusst ist und oft versucht, die vierte Wand zu durchbrechen. Allein im Eröffnungsfilm gibt es unzählige Anspielungen auf die Erhöhung des Grafikbudgets, den Rückgang der Popularität des Genres und die bewährte Methode der Inventarrätsel als Handlungsinstrument. Nun, wenigstens hat man das Animationsbudget erhöht. Natürlich ist das eine gute Sache. Es bedeutet, dass man bei der Geschichte gespart hat, nicht wahr? Letzteres wird allerdings schon fast zu oft während der Story wiederholt und wird beinahe langweilig. Aber insgesamt ist Discworld 2 eine großartige und unterhaltsame Parodie. That's death. No need to take a breath. Der Humor erstreckt sich auch auf die Musik, mit einer fantastischen Wiedergabe eines neu geschriebenen Titelsongs namens That's Death, das so schön nach den besten Songs aus dem Hause Monty Python klingt, aber auch die restliche Musik schafft eine schöne Atmosphäre für die verschiedenen Orte, an denen man vorbeikommt. Gespräche funktionieren ähnlich wie im vorherigen Spiel, wobei eine Reihe von Symbolen die verfügbaren Dialogoptionen anzeigt. Bestimmte Themen werden gegebenenfalls nur verfügbar, wenn zuvor mit dem betreffenden Objekt interagiert wurde. Viele Dialoge sind optional, aber relativ lustig, sodass man sich eigentlich keine Zeile entgehen lassen darf. Es kann vorkommen, dass man mal nicht weiterkommt, aber zum Glück gibt es weder Sackgassen noch das Risiko, aufgrund eines Fehlers zu sterben. Und wie Rincewind schon bemerkt, ist das ohnehin nicht möglich. Man kann uns noch nicht umbringen. Der erste Teil wurde wegen des Schwierigkeitsgrades und der leicht obskuren Rätsel oft geschmäht.
Das hat man im zweiten Teil ein wenig verbessert, auch wenn es einige Rätsel gibt, auf die man mit einem normalen Verstand nicht sofort eine Lösung parat hat. Da aber im Prinzip fast alles auf inventarbasierte Kombinationen beruht, kommt man mit Ausprobieren immer ans Ziel. Der Nachfolger ist eben nicht mehr annähernd so umfangreich und lang wie der Vorgänger und so wird man in knapp 4 Stunden schon das Ende erreichen. Das einzige größere Problem von Discworld 2 liegt in seiner Kürze. Und dass man das Finale so dermaßen hingerotzt und beinahe verpfuscht hat, ist wie vorhin schon erwähnt wirklich eine große Schande. Und genau der Akt, in dem wir endlich die Rolle des Todes übernehmen, ist ebenfalls ziemlich kurz geraten. Das ist schon beinahe unverzeihlich und überschattet somit den fast grandiosen Rest des Spiels. Beobachtet, wie Uri Geller diese Metallobjekte mit den modernen Kräften seines wundersamen Gehirns manipuliert. Insgesamt ist Discworld 2 trotz all der Probleme ein Spiel, das ich jedem nur ans Herz legen kann. Sein Humor und sein künstlerisches Design decken eine Reihe von Mängeln ab und den guten Rincewind muss man einfach nur lieb haben, wie auch den Rest der merkwürdigen Scheibenwelt. Wer bisher noch nicht die Ehre hatte, diese Perle zu spielen, sollte sich allerdings unbedingt die weitaus bessere PC-Version besorgen und wenn man schon dabei ist, muss man auch gleich den dritten Teil auf die Liste setzen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala. Doch trotz seines eklatanten Mangels an Intelligenz machte der dumme kleine Fuchs weiter, als hätte das Universum in seiner unendlichen Weisheit entschieden, dass die Welt eine Erinnerung benötigen könnte, dass Intelligenz nicht alles ist.